Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Bauteile auf der Platine platziert. Wir haben ja jetzt hier unseren Edge Cut, die Mounting Holes haben wir schon mal positioniert. Das ist auch recht gut so. So sollte man also vom Anfang an her vorgehen. Also nicht die Mounting Holes zuletzt, sondern das eher zuerst. Denn Mounting Holes sind in der Regel doch recht Platz oder raumgreifend, relativ groß. Und dadurch habe ich natürlich das Problem, dass ich dann unter Umständen nachträglich Bauteile verschieben muss, wenn ich die Mounting Holes als letztes mache. Und deshalb empfehle ich hier das Vorgehen, erst den Edge Cut zu platzieren, dann die Mounting Holes zu platzieren, das Ganze zu sperren und anschließend die Bauteile zu platzieren. Beim Bauteile platzieren gibt es jetzt zwei Vorgehensweisen. Es gibt einmal hier über das Hinzufügen Footprints automatisch platzieren. Ich kann dann hier wählen Offboard, also außerhalb dieses Edge Cuts platzierte Bauteile zu platzieren oder eben zu sagen, ich möchte ausgewählte Footprints platzieren. Ich zeige euch mal hier beides, indem ich jetzt hier einfach mal drauf gehe, sage, alles außerhalb dieses Boards hier wird jetzt platziert. Wir sehen, dieses Platzieren von Bauelementen ist jetzt natürlich nicht unbedingt das Optimalste. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier diese Überschneidung vom Elektrolytkondensator hier mit dem Edge Cut und so weiter. Aber zumindest habe ich hier mal schon schnell Bauelemente platziert. Vor allen Dingen insofern sind sie gut platziert. Mal abgesehen jetzt hier von dieser Außenüberschneidung sind sie relativ gut platziert, dass ich hier eben sehr gut mit den Leiterbahnen arbeiten kann. Das heißt, ich habe hier relativ wenige Überkreuzungen und wenn es denn mal eine Überkreuzung hat, so wie jetzt eben hier zum Beispiel am Q2, dann ist das bei so einem durchverdrahteten Bauelement kein Problem, einfach aus dem Grund, weil ich ja eine Bahn auf der oberen und die andere Leiterbahn auf der unteren Seite ziehen kann. Ich mache hier mal zurück, was vielleicht auch ein ganz interessanter Weg ist, dass man sagt, wir nehmen jetzt mal hier zum Beispiel den Anschluss. Ich sage mal hier, also mit der Taste M wähle ich das aus, mit dem Mauszeiger drüber gehen über den Footprint, dann die muss man nicht anklicken, dann die Taste M drücken für bewegen. Mit der Taste R, genauso wie im Schaltplan, kann ich jetzt hier mal meinen Anschluss platzieren. Damit habe ich das einmal hier platziert. Sage jetzt als Beispiel, ich möchte das an dieser Stelle sperren. Also mein Stromanschluss soll hier unbedingt zwingend an dieser Stelle sein. Und sage jetzt als nächstes, ich gehe hier rein und markiere mir jetzt zum Beispiel eben nur die Widerstände. Sage jetzt nochmal hier hinzufügen, automatisches Platzieren, ausgewählte Bauelemente platzieren. Dann sehen wir hier, wird hier schon auch wieder einigermaßen grob was positioniert. Wie gesagt, die Positionierung ist noch nicht ganz so ausgereift bei den Bauelementen. Dennoch, wie ich meine, ist es nicht ganz verkehrt, wenn man die mal gelegentlich nutzt, weil sie doch das eine oder andere einfacher macht oder hilft, auch schnell Bauteile zu positionieren. Der dritte Weg ist dann ganz normal klassisch. Auch das mache ich hier mal wieder zurück. Ich nehme das mal alles zurück hier außerhalb. Der dritte Weg ist dann einfach ganz klassisch, wirklich jedes einfache oder jedes Bauteil hier anzufassen und zu platzieren. Beim Bauteil platzieren empfehle ich weiterhin hier das Raster von im ersten Schritt das Raster von 1,27 mm, also 50 Mils, zu nutzen, weil die ganzen Bauelemente oder die Footprints in der Regel alle im 1,27 mm Raster gezeichnet sind. Das hilft schon relativ gut beim Positionieren. Man kann dann bei der Feinpositionierung natürlich weiter runtergehen auf entsprechende Vielfache von 1,27, zum Beispiel hier das 0,254 oder das 0,127 als Vielfaches zu nutzen, dann bleibe ich trotzdem indirekt immer in meinem Raster drin
und habe da relativ gute Ergebnisse dann auch bei der Positionierung von diesen Bauelementen. Dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Ich nehme jetzt mal hier diese vier Widerstände in meine Platine rein. Damit man es vielleicht mal besser sieht, nämlich mache ich auch die Netzlinien aus. Auch das ist ein interessantes Vorgehen. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe mal hier drauf auf diesen Widerstand, ziehe den mal hier ein bisschen rüber. Jetzt habe ich hier zum Beispiel diesen Widerstand, auch den platziere ich mal hier so irgendwie grob in die Gegend und mache das mit dem auch. Und jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, ich markiere mir diese vier und mache jetzt einen Rechtsklick und kann jetzt entweder diese zusammenfassen zu einer Gruppe oder ich kann sie hier erst einmal ausrichten. Ja, übers Kontextmenü Ausrichtung und Verteilung. Sagen wir mal, ich möchte die jetzt mal links ausrichten. Dann sagt er, werden die jetzt hier, je nachdem, was als letztes angeklickt wurde, nachdem wir dann, nee, halt, was als erstes angeklickt wurde, wird dann nach links ausgerichtet. Jetzt haben wir also alle hier nach links in der Flucht ausgerichtet. Jetzt kann ich hier zum Beispiel eben nochmal diese Elemente alle markieren, gehe hier nochmal drauf und kann jetzt zum Beispiel sagen, über die Positionierung, über die Ausrichtung hier vertikal verteilen zum Beispiel. Das heißt, jetzt werden die hier vom obersten zum untersten Bauelement genau exakt in der Vertikale verteilt. Ich habe also jetzt hier überall exakte Abstände dazwischen. Das kann ich also tun, um zum Beispiel eben solche Bauelemente sauber zu gruppieren. Da kann man jetzt hier, gibt es also verschiedene Ausrichtungsmöglichkeiten, horizontal, vertikal, verteilen etc., je nachdem, wie man das braucht. Ich kann dann diese ganzen Elemente exakt verschieben, mit der Referenz kopieren und so weiter. Das ist auch möglich, macht aber das oder hat aber das Problem, dass ich eben hier mit Koordinaten genau arbeiten muss, was jetzt mittlerweile eine sehr schöne neue Funktion ist, dass ich jetzt hier diese Bauelemente, wenn ich sie jetzt mal so für mich gruppiert habe, wie ich es haben möchte, markieren kann und sage, ich mache jetzt hier eine Gruppe daraus. Jetzt sind also diese Bauelemente gruppiert. Das kennt man zum Beispiel aus den Microsoft Office Produkten, wie zum Beispiel PowerPoint. Dort kann ich ja auch hergehen und sagen, ich habe dort verschiedene Bilder oder Grafiken etc., Felder, Textfelder, die kann ich dann entsprechend markieren und gruppieren und dann sind die eben ein Element. Und genau das sehen wir jetzt hier. Da wird auch gleich automatisch dieser Rahmen herumgezogen und jetzt kann ich die eben hier komplett verschieben und die bleiben oder meine gesamte Formatierung hier, meine Ausrichtung bleibt eben dadurch erhalten. Das sind so die wesentlichen Neuerungen auch, die es im KiCad 7 gibt. Ich schiebe das hier mal wieder zurück, setze das nochmal rein, schauen wir nochmal durch. Gut, eigentlich soweit klar. Exakt verschieben, mit Referenz verschieben, Bezugpunkt positionieren. Das sind halt Dinge, wenn ich mir hier Bezugspunkte einrichte, beziehungsweise exakt verschieben, kann ich ja mal zeigen. Dann kann ich eben hier diese Bauelemente exakt um zum Beispiel jetzt hier einen Millimeter nach X verschieben. Ich breche nochmal ab, zeige ich euch hier. Also Rechtsklick jetzt hier diese Gruppe, in dem Sinne exakt verschieben. Es geht auch mit Einzelbauelementen. Und jetzt sage ich einfach hier mal 2 mm plus und dann wird das eben hier genau 2 mm exakt nach rechts verschoben, egal welches Raster ich jetzt hier eingestellt habe. Ich kann das dann auch wieder exakt verschieben, zum Beispiel eben mit minus 2 wieder rückgängig machen. Dann springt das Ganze hier wieder zurück. Und so kann ich das in X- und Y-Richtung tun. Das ist manchmal ganz interessant, wenn ich wirklich ganz exakte Positionierungen machen muss und kann dann mit irgendwelchen Kommastellen nochmal genau verschieben, um das exakt auf ein Zehntel Millimeter genau auf der Platine zu positionieren. Im normalen Tagesgeschäft brauche ich es eher weniger. Wie gesagt, manchmal
oder gelegentlich nutze ich das für exakte Positionierungen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis: exaktes Positionieren. Bitte werdet nicht zu genau. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Mounting Hole auf ein Zehntel genau auf dieses Loch, was ich vorher im Keycat positioniert hatte, ablege, ja, auf ein Zehntel Millimeter genau, dann reicht das aus. Also, das kriege ich dann schon mit einer Schraube hin, dass das entsprechend sauber liegt. Ja, es sollte nicht ein halber Millimeter, ein ganzer Millimeter sein. Es muss aber im Umkehrschluss auch nicht auf dem Tausendstel Millimeter genau hier drauf positioniert werden, weil die Hersteller sowieso nicht so genau arbeiten können. Also wie gesagt, wenn ihr euch im Zehntel Millimeter Bereich bewegt für das Positionieren und von Bauelementen, Löchern etc., reicht das in der Regel vollkommen aus. Das soll es hier dazu gewesen sein. Ich mache hier mal weiter. Ich positioniere mal hier meine Bauelemente, wie ich das jetzt für mich für richtig erachte. Und im nächsten Video werde ich dann auf das Routing eingehen für diese Bauelemente. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.